Nee, besser geht es wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht, es gibt nichts Besseres, glaube ich. Es soll auch nicht eingebildet klingen, aber das ist das beste Format auf YouTube. Hey, kennst du schon den neuesten Fahrstuhlwitz? Nein. Ich auch nicht, ich habe die Treppe genommen. Bitte, meine Herrschaften, wer hat hier welchen Namen? Undre. Oh! Ja, umgedreht. So, liebe Freunde, kommen wir jetzt mal zu einer neuen Rubrik, die wir uns ausgedacht haben. Manche von euch sagen jetzt sicherlich, schon wieder eine neue Rubrik. Fangen wir an, liebe Freunde. Ich hatte eine Idee, das geht ganz kurz, wie Cenk sein Sexleben. Ich glaube, das war der schlechteste Witz des Jahres. Los, ja. Hallo! Oh nein! Ich will mal was ausprobieren. So, mach mal, versteck mal deine Arme. Alter! Willkommen die Opfer-O's. Oh! Ja, das sieht mir aus wie solche leckeren Chips. Solche Pizza-Stücke. Dein Frühstück. Ich würde das holen. Wir haben übrigens noch einen anderen Gast. Oh Mann, als du Zaubertrank sagst, muss ich komischerweise an Gummibärchen denken. Diese alte Serie. Ja. Also Gummibären. Helfen hier und dort und überall. La 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 la. Das sind die Gummibären. Wie heißen die Jungtiere des Wildschweins? Oh nein, warte. Nein, ist falsch. Wollte ich auch sagen. Ist falsch, wollte ich auch sagen. Was ist das? Jan hat gedrückt. Ich gebe dir 5 Sekunden. 4, 3, Pony. 2. Oh mein Gott. Boah, ist die Sonne schnell weg jetzt. Nein, meine Zeichnung! Was? Jo, ist weg! Was? Ist weg! Ah, nee, hier. Nein! Wow. %25. Klick, klack, boom. Das war, wow! Hey, ich wasch mir wirklich immer die Hände. Ich wasch mir auch die Hände hier, guck mal. Hä? Meinst du wieder nicht oben? Was? Was? Ja! Hat natürlich schon Merch am Start mit Money on my mind. Mama Money. Oh mein Gott. He got money on the mind. Mama Money on the mind. Money on the mind. Mama Money on the mind. Was kam nach dem iPhone 3G? 4. 3GS. Oh! Ich hab dich verführen lassen. Was du das jetzt war das denn? SMS-Ton. Unser lieber Freund mit dem Namen Revenge of Spartacus. Ja, Simon, kennst du noch einen Witz? Ja. Ja, erzähl mal. Bist du behindert? Okay, ich hab noch einen. Kommt eine Frau beim Zahnarzt, sagt sie, Herr Doktor, ich habe ein Loch. Wie viele Bahnhöfe gibt es beim Monopoly? Das hier, vier, das war ich. Ja, er auch. Ja, du hast mich geantwortet. Tschüss, knall ich ab. Junge, Alter. Ey.
Ey, pass mal auf, ich habe den geilsten Witz überhaupt. Genau das habe ich letztes Mal gesagt. Ich habe immer den geilsten Witz überhaupt. Was war das? Das kann nicht sein. Alter. Guck mal, er dampft jetzt. Irgendwie wie er qualmt, Alter. Voll der Raucher. Ah, ja. Jo, Alter. Ey, das sind perfekte Dinge, Alter. Hä, warte, was sollten wir mal? Dagobert Duck. Scheiße, ich hab Donald gemacht. Oh. Ja, das bringt mir nichts, weil der Donald auch total am Müll ist. Jo, ich hab richtig ins Klo geschissen. Jede Woche denke ich nur das Einzige, was war, richtig ins Klo scheißen. Die Schwiegermutter der Frau des Bruders, das ist ja dann meine Mutter. Das ist die richtige Antwort, meine Freunde. Frau des Bruders? Time to get wet! Und wir fangen jetzt an mit dem Instagram-Battle. Instagram-Battle. Oh, Opfer! Wie nennt man eine Wasserstelle in der Wüste? Hier. Wir haben hier interessante Kommentare reinbekommen und zwar zum Beispiel von Vigul Vigala. Hallo Freunde, ich bin auf der Suche nach Likes. Habt ihr ein paar übrig für mich? Dann drückt mal drauf, danke. Der Tisch wird jetzt endgültig zerstört. Oh mein Gott. Hallo Freunde, ich brauche Likes. Oh mein Gott, Alter, es wird immer schlimmer. Ich glaube, diese Leute denken, wir haben so eine massive Behinderung. Das gibt eine Mahnung. Die Jungs sind viel zu laut. Das war doch ein schön geskripteter Witz. Das war Comedy. Wir haben es revolutioniert, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Wow, Alter. Was ist hier? Alter. Maus immer hungrig auf der Suche nach Nahrung. Oh, was haben wir denn da? Geht so rein und dann passiert die Magie. Sobald er reingeht, verheddert sich diese Maus in diesem Galgen und dann fällt sie runter. Ah, ich hab so einen Krampf im Fisch. Mann, seid ihr behindert, das auf alles, was Mann, ich mache, Mann, lustig Mann, ist. Es ist wie um morgens, ja, man kann dir einfach sagen, da lache ich. Bin ich witzig? Ja, immer witzig. Ich kann nicht mehr.
Der Witz ist ja tausend, Alter. Sherry, I'm VIP. Hey, bist du Baby? André pisst sich gleich in die Hose. Er lüftet sich so mein Geheimnis, nämlich ich hab einen richtig aber was immer so peinlich ist, ist einfach, dass die Eichel aussieht wie Jengis. Als ob die so eine Kerne. Oh, eine Nachricht. Von Andres Mutter? Es gibt doch so ein Fabelwesen, was die auch so eine Gesichtsform hat. Doch. Dich? Lacht oder so. Alter, mach doch mal weg. Ich hab Tadel einfach eine Sprachnotiz geschickt. Die war die hier. Yo, hast du morgen Bock, bei Let's Draw mitzumachen? Dann antworte Tadel. Und ich antworte. Wir haben sehr viel mit diesem Elefanten erlebt. Ja, wirklich. Also wir wollten ins Krankenhaus fahren, aber die meinen, da kann man nichts mehr machen. Das ist ein Totalschaden. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Das ist Polizei auf jeden Fall. Ja, was machen wir? Was machen wir? Jo, was machen wir denn jetzt? Alter, wir haben das. Ja, los, wenn das zu dritt. Ja. Wenn dann. Was passiert, Jengis? Ich glaube, der Nachbar ist. Alter, Mann! Alter, 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 was haben wir hier links für ein Team? Wir sind Team Beauty! Liebe Freunde, zusätzlich waren wir in Wien. Du redest wie so ein Straßenschläger. LPG, alles ist friedlich, alle schlafen. Plötzlich, Jengis Freundin macht so alle wach. Wie ich erst gebumst habe. Das ist so ein Party-Szenario. Wir waren früher auf diesen Abi-Feten und Jan hatte da so einen Tick, das war ja, sau peinlich. Das war immer, wir standen daneben und das war so peinlich. Jan hatte da das immer gesagt, yo, ich mache erstmal den Schwanz-Dance. Jan stand dann wirklich immer so, wir standen da drum, das war mega peinlich und Jan hat immer so gemacht und hat immer wie solche Schlangenlinien da und Jan immer wieder so. Wirklich. Die ganze Zeit und der stand da alleine und im Radius von 5 Metern war keiner und jetzt. Ich hab so einen Krampf im Face.